Dieses Experiment mit Licht, das alle wesentlichen Elemente der neuen Physik aufzeigt, ist der sogenannte Doppelspaltversuch. Sein Aufbau ist einfach. Eine Lichtquelle schießt Photonen auf einen gegenüberliegenden Detektor. Dazwischen wird eine Trennwand geschoben. Diese besitzt zwei Spalte, die unabhängig voneinander geöffnet und geschlossen werden können. Welche Geheimnisse offenbart uns nun dieser simple technische Aufbau? Schon das einfache Abstrahlen von Licht zeigt eine Besonderheit auf. Schießt man die Photonen einzeln ab, landet jedes für sich an einem anderen Punkt am Detektorschirm. Obwohl alle in der gleichen Weise abgeschossen werden und an der Apparatur oder am Mechanismus nichts geändert wird, landet jedes Photon an einem anderen Platz. Trotz gleichbleibender physikalischer Bedingungen verhalten sich die Lichtteilchen unterschiedlich. Will man für das Einzelne vorhersagen, an welchem Punkt es landen wird, so erweist sich dies schlicht als unmöglich. Das überrascht, weil man nach den Regeln der klassischen Physik ein anderes Verhalten des Lichts erwarten würde. Schießen wir statt Photonen zum Beispiel Pistolenkugeln ab, so treffen diese immer denselben Ort. Solange sich die physikalischen Bedingungen wie der Impuls, Windstärke, Windrichtung usw. nicht ändern. Gleiche Ausgangsbedingungen verursachen identische Ergebnisse. Nun könnte man erwarten, dass sich die Photonen ebenso verhalten. Das tun sie aber nicht. Obwohl die Abschussbedingungen der Lichtquelle immer absolut gleich bleiben, treffen die Lichtteilchen an den unterschiedlichsten Punkten am Detektor auf. Wo das nächste Photon landen wird, lässt sich nicht vorhersagen. Es geschieht offenbar zufällig. Vielleicht lässt sich das Verhalten der Photonen besser erfassen, wenn man ihren Weg kanalisiert, indem man die Trennwand vor den Schirm stellt. Verschließt man einen Spalt, dann landen jene Teilchen, die durch den anderen hindurchgehen, ebenfalls nicht exakt am selben Ort, sondern über einen schmalen Bereich am Schirm gestreut. Wechselt man den Spalt, passiert dasselbe. Jetzt nur nach rechts verschoben. Logischerweise würde man annehmen, dass die beiden Verteilungsmuster auch dann entstehen, wenn beide Spalte gleichzeitig geöffnet sind. Doch öffnet man beide Spalte, gibt es eine Überraschung. Die Photonen verteilen sich jetzt ganz anders. Es gibt Stellen, die sie plötzlich meiden, obwohl man dort Treffer erwarten würde. Und an anderen häufen sie sich dagegen. Akzeptiert man die Tatsache, dass jedes einzelne Photon zufällig an irgendeinem Punkt am Schirm landet, so überrascht es, dass am Ende die Gesamtverteilung aller Photonen gar nicht mehr zufällig aussieht. Vielmehr zeigt sich ein ausgeprägtes Muster. Wie oft man denselben Versuch mit beiden geöffneten Spalten auch wiederholt, es geschieht genau dasselbe. Jedes einzelne Photon landet an einem zufälligen, nicht vorhersagbaren Ort am Schirm, aber alle zusammen ergeben das bekannte Muster. Zählt man die Anzahl der Treffer und stellt ihre Verteilung grafisch dar, so formt sich mit wachsender Photonenzahl ein Histogramm, das uns überraschenderweise an eine Welle erinnert. Was haben die Photonen mit einer Welle gemeinsam? Man kann dieses Wellenmuster auch auf ganz andere Weise erhalten.
wandert eine Wasserwelle durch einen Doppelspalt, entstehen hinter den Spalten zwei neue Wellen, die einander wieder treffen. Treffen zwei Wellen Berge aufeinander, verstärken sie sich zu einem hohen Berg. Treffen zwei Wellen Täler aufeinander, verstärken sie sich zu einem tiefen Tal. Während sich Wellenberg und Wellental gegenseitig auslöschen. Dieses Wechselspiel von Verstärken und Auslöschen ist typisch für alle Arten von Wellen. Man nennt dieses Phänomen Überlagerung oder Interferenz. Treffen die Wasserwellen auf die Auffangwand, zeichnen Wellentäler und Wellenberge ein typisches Interferenzmuster, das ganz ähnlich aussieht wie jenes, das von der Häufigkeitsverteilung der Photonen im Doppelspaltversuch gezeichnet wird. Das Doppelspaltexperiment legt also nahe, die Ausbreitung des Lichts mit einer Welle zu erklären. Wie aber kann es sein, dass Licht aus Teilchen besteht, den Photonen, die einzeln auf dem Schirm auftreffen, um sich dann dennoch wie eine Welle zu verhalten? Wie ist das mit der Welle überhaupt zu verstehen? In der Physik hat der Begriff Welle eine andere Bedeutung als im täglichen Sprachgebrauch. Eine Welle im Sinne der Quantenphysik darf man sich nicht stofflich vorstellen wie eine Wasserwelle. Sie steht vielmehr für eine mathematische Beschreibung physikalischer Vorgänge. Da das Verhalten eines einzelnen Photons nicht präzise vorhergesagt werden kann,